Ganz herzlich willkommen, Stefan Wilke. Der ist dem Kollegen seit vielen, vielen Jahren, seit der Anfangszeit, ganz toll verbunden und hat hier in Weimar an der Bauhaus-Universität studiert, freie Kunst, und ist jetzt in Berlin tätig als Kunstlehrer, glaube ich. Richtig. Ne? Ja, genau. Vielen Dank, dass Sie hier sind zur Ästhetik des Unterlassens. Werden wir jetzt einen schönen Vortrag haben. Ja. Vielen Dank für die netten Worte zur Einführung, Herr Mayer. Ich freue mich ganz besonders, wieder in Weimar im Rahmen des Nietzsche-Kollegs, in diesem Rahmen von Weimar denkt und in der Galerie Profil in so netter Atmosphäre ein paar Worte sagen zu können. Ich war also tatsächlich zunächst an der Bauhaus-Uni tätig und dann bin ich ans Nietzsche-Kolleg gekommen und der Inhalt des Vortrags entwickelt sich auch ein Stück weit daraus, denn infolge meines Fellowships am Nietzsche-Kolleg kam es also so, dass ich an die Denkerei geraten bin, die sich mittlerweile in Berlin etabliert hat. Und die Denkerei wird auch inhaltlich eine kleine nebengeordnete Rolle spielen. Da komme ich dann noch drauf zu sprechen. Die Ästhetik des Unterlassens in der Avantgarde. Beflügelt durch das frühe Glück der jungen Bundesrepublik entstand in den 60er Jahren eine Konstellation dreier Künstler, die sich in ihrer Arbeit aktiv und emanzipatorisch dem Umbau der Gesellschaft hin zur Demokratisierung und Zivilisierung widmeten. Dabei verfolgten die drei Künstler unterschiedliche Strategien, welche die Verfahren von Aktion, Demonstration und Partizipation einschlossen und die auch aus heutiger Sicht äußerst modern wirken. In dieser quasi triadischen Konstellation war Josef Beuys für die Pädagogik zuständig, Barzon Brock für die Polemik und Wolf Vostell für die Propaganda. Wolf Vostell an dieser Stelle einmal außen vor gelassen, gibt es vielfältige dokumentierte Berührungspunkte von Beuys und Brock. Die Zeugnisse der künstlerischen diskursiven Auseinandersetzung der beiden belegen einen Dialog von außergewöhnlicher Qualität und Produktivität. Vielleicht nebenbei bemerkt, gab es im letzten Jahr in Karlsruhe am ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie, eine große Ausstellung Beuys, Brock, Vostell, wo ich auch noch mal kurz die Programmtexte vorlesen kann, warum die gemacht haben. Das ZKM wird ja von Herrn Weibel geleitet, der da schreibt: Für diese Konstellation sprechen nicht nur die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Künstlern, sondern ebenfalls ihre gemeinsamen Auftritte bei wichtigen Ausstellungen und Aktionen, wie zum Beispiel dem 24-Stunden-Happening in der Galerie Panas im Wuppertal 1965 und der Sendereihe Drehscheibe von 1964. Die umfassende Präsentation ihrer jahrelangen Zusammenarbeit eröffnet neue Perspektiven auf die Kunst der Nachkriegsjahre sowie auf das kreative Schaffen der drei Künstler. Die besondere Form der Aufführungskunst von Beuys, Brock und Vostell war in einem deutschen politischen Diskurs eingebettet, der sich an den dramatischen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust neu ausrichtete. Im Gegensatz zur amerikanischen Tradition ging es den drei deutschen Künstlern um die Demokratisierung und Zivilisierung der Gesellschaft als Bedingung für eine neue Demokratie sowie um die radikale Emanzipation des Individuums. Als Barzon Brock einmal von seiner Wanderung auf dem Jean-Paul-Weg erzählte, bei der er Orte wie Haslach und Wutlieb durchwanderte, nannte Beuys ihn einen Gulo Borealis, den Vielfraß und großen Gierschlund des Nordens, mit einem, Zitat, überdimensionalen Saugapparat ausgestattet. Auch sonst schienen die Begegnungen von Beuys und Brock eher konstruktiv spannungsgeladen zu sein. Etwa wenn Beuys zu Brock nach dessen Vortrag über die Androiden in der Aula der Düsseldorfer Kunstakademie im Wintersemester 67-68 sagte, Zitat, aber ich wiederum sage dir, selbst du wirst auch nur auf dem Faden weiterkommen, den ich spinne. Der Beobachter dieser Szene, Johannes Stüttgen, ein Beuys-Jünger, könnte man vielleicht an dieser Stelle sagen, attestiert Beuys und Brock eine Art konspirative Symbiose, wenn er angesichts des an sich konfrontativen Aufeinandertreffens in der Diskussion des Vortrags von Brock beschreibt, Barzon legte eine leichte Heiterkeit auf, so als sei er in Wirklichkeit ein Verbündeter dessen, der ihn jetzt in die Pfanne hauen will, aber deswegen nicht können kann, weil eben zwischen ihnen beiden irgendetwas anderes, dem Publikum nicht Zugängliches, klar ist, sodass das Ganze einer Verschwörung nahekommt. Im Anschluss an den Vortrag
bietet Beuys Brock das Amt des dritten Vorsitzenden der zu gründenden Deutschen Studentenpartei an, die am 17. November 1967 im Notarbüro von Dr. Dr. Neuberger, dem Justizminister von Nordrhein-Westfalen, in der Düsseldorfer Königsallee eingetragen wird. Dazu habe ich auch ein Bild mitgebracht. Schauen wir mal. Ja genau, etwas kleiner, aber ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen. Hier sieht man also Beuys und Brock ganz links, Johannes Stüttgen mit einer Kiste anlässlich der Gründung dieser Deutschen Studentenpartei. 14 Jahre später, in der Festschrift zu Beuys 60. Geburtstag, konstatiert Barzon Brock, dass die 1978 im Kunsthalle Basel gezeichnete, im Kunstmuseum Basel gezeichnete Arbeit Feuerstätte 1 von Beuys einen kunstgeschichtlichen Bezug hat, der bislang offenbar niemandem aufgefallen war. Auch da habe ich ein Bild von dieser Arbeit Feuerstätte. Die 1975 zunächst in der Ronald Feldman Gallery in New York gezeigte Arbeit, welche leicht abgewandelt 3 Jahre später in Basel gezeigt wurde, bezieht sich nämlich laut Brock auf das Gemälde Die Feuerprobe von Dirk Bautz aus dem Jahr 1468. Hauptprojekt der Analogiebildung zwischen Bautz Feuerprobe und Beuys Feuerstätte ist für Brock ein Wagen, der in beiden Arbeiten an zentraler Stelle steht. Zitat: Parallel zu Thronsockel und Längswagen des Thronsaales auf dem geometrisch intarsierten Marmorfußboden ein kleines Wägelchen aus Holz. Jetzt muss ich Ihnen auch noch das Original-Bautz-Bild zeigen. Ich stelle es mal so ein bisschen daneben. Da unten das kleine Wägelchen zu sehen. Ein kleines Kinderwägelchen aus Holz, in der Form einer antiken Kleinesse. Im Kastenaufsatz des Wagens liegt glühende Kohle, auf der jener Eisenstab erhitzt wurde, den die Frau des unschuldig Enthaupteten gerade umfasst, ohne sich dabei zu verbrennen. Bei Beuys bildet der Wagen einen fahrbaren Sockel für den zerlegten langen Kupferstab, der in 2 zusammengehörigen Teilen auf den oberen Kanten des Wagens in der Richtung der Deichsel liegt. Bei diesem Gebilde denke ich an eine Kombination aus Sarg und Totengefährt, das einen Weg zurücklegen kann. Den zerlegten Kupferstab erlebe ich als ein totes, außer Gebrauch gesetztes, freilich jederzeit wieder zusammenfügbares Gerät, das durch die lange Erstreckung und den Rücklauf ebenso wegen der elektrischen Leitfähigkeit des Kupfermaterials assoziiert werden kann mit den Begriffen Transport, Einholen und dergleichen. Diese Begriffe passen auf das Wägelchen, das ja ein Transportmittel ist. Liest man heute diese vor mehr als 30 Jahren formulierten Sätze in der Festschrift für Beuys 60. Geburtstag, vermittelt sich unweigerlich durch die Sprache Brocks eine Ahnung der Aura der Werke von Beuys, der es vermochte, den Dingen ihren Eigenwert abzugewinnen und sie darüber hinaus mit Bedeutungen anzureichern, die sich oft aus den wechselwirkenden Beziehungen ihrer Materialität, Anordnung und Historizität ergeben. Wie nebenbei führte Beuys damit ein Verfahren in die Kunst ein, mit Dingen Zusammenhänge aufzuzeigen, die zunächst nicht ansatzweise mit diesen zu tun zu haben scheinen, jedoch durch die Überführung in eine spezielle Anordnung der Dinge einen Zusammenhang völlig neu transparent werden lassen. Angesichts der Feuerstätte fährt Brock fort, Zitat: Nur hat der lange Kupferstab genauer zu tun mit Dingen wie einem elektrischen Kabel oder einem Nervenstrang, also auch mit dem zielgerichteten Transport von Sinneseindrücken oder Denkimpulsen. Dies würde ich nicht sagen, wenn ich nicht aus der Betrachtung anderer Werke von Beuys abgeleitet hätte, dass dieser Künstler physikalische, zum Beispiel elektrische Vorgänge mit geistigen vergleicht. Nicht nur zwischen Bautz und Beuys, einem Kupferstab und elektrischen Kabeln, sondern auch zwischen verschiedenen Arbeiten von Beuys stellt Brock also Analogien her und kommt schließlich auf seine Avantgarde-Theorie zu sprechen. Es ist nicht nur eine Frage nach der Unüberwindbarkeit des hermeneutischen Zirkels, demzufolge man nur sieht und versteht, was man schon weiß. Zweifellos ist aber in jedem Werk in hohem Maße auch Aussagenanspruch vergegenständigt, den man nicht erfahren könnte, wenn das eigene begrenzte Vorwissen ihn überhaupt wahrzunehmen unmöglich macht. Gerade diesen Anteil bezeichnet man ja als das Neue an einem Werke, als das befremdlich Unbekannte, weil noch unbestimmbar. Dieser Anteil wird eben nur bestimmbar in seiner spezifischen Neuartigkeit, wenn man das Werk auf andere Werke bezieht,
die ähnliche Bedeutungszusammenhänge zu vergegenständigen scheinen. Das Neue wird also jeweils immer nur im Rückgriff auf das Alte, schon Bekannte, in Abgrenzung zu diesem bestimmbar und trägt damit immer bereits Anteile des Alten in sich. Daraufhin veranlasst bestenfalls das soeben entstandene Neue wiederum neue Traditionen zu bilden. Ich könnte vielleicht auch nochmal das Beispiel der jungen Wilden anführen, Düsseldorfer Malerschule aus den 80er Jahren, Albert Oehlen, Kippenberger und andere, die angeblich völlig unbewusst ja sowas wie den Expressionismus neu erfunden haben. In den 80er Jahren, also wenn man sich die Gemälde von Oehlen und Co. anschaut, sieht man eigentlich den Neo-Expressionismus. Sie haben aber immer behauptet, keine kunstgeschichtlichen Bezüge dabei zu haben in ihrer Arbeitsgruppe. Mit anderen Worten, es erschließt sich in dieser Sichtweise das einzelne künstlerische Artefakt nur in Konstellationen, in seinen Relationen, seiner Beziehbarkeit auf andere Werke und macht damit die Dimension der Zeit und die Verortung des Werkes in einer chronologischen Abfolge zur elementaren Voraussetzung seines künstlerischen Geltungsanspruchs. Parallel zu seinen Beschäftigungen mit den Arbeiten von Beuys zieht Grock in dessen bildnerisches Werk ein. Auch wieder ein Bildbeispiel. Arbeit von Beuys heißt Sibirische Symphonie. Dies geschieht schon früh, denn bereits 1963 notiert Beuys in der Zeichnung Sibirische Symphonie neben dunklen Tuscheflecken, die wie auseinanderdriftende Kontinentalplatten über das Format gleiten, das Wort Bazon. Sieht man hier. Sieht man jetzt von hinten wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Aber hier unten steht Bazon und hier steht Denkmal von Pike. Gemeint ist Namjoon Pike. Und noch ein paar andere Begriffe, auf die ich noch zu sprechen komme. In die Zeichnung sind weitere Begriffe eingeschrieben. Wie gesagt, Europa und Kälte steht dort auch noch. Asia und Wärme. Und daneben das schon erwähnte Denkmal von Pike. Von einer Umrisslinie umzogen, die sich an einer Stelle vasenartig verjüngt und auch eine Feuerschale darstellen könnte. Das Wort Bazon findet sich unterhalb eines zeichnerischen Gebildes, dessen fast dreidimensionale Wirkung durch eine spiralförmige Linienführung hervorgerufen wird. Die zeichnerische Struktur in Sibirische Symphonie wird von der sogenannten Landmasse der Tuscheflecken durchdrungen. Die notierten Begriffe bilden darin scheinbare Landmarken, wie auf einer Karte. Setzt man in einer gewagten Analogiebildung die dunklen Flächen mit der Praxis und die zeichnerischen Strukturen sowie die Begriffe mit der Theorie gleich, so ist die Unterscheidung der beiden in den das Wort Bazon flankierenden Bildelemente aufgehoben. Da vier getupfte Landmassentuscheflecken bruchstückhaft in das zeichnerische Gebilde hineinragen. Berührungspunkte von Beuys und Brock finden sich also gleich einer Spur, die der eine im Werk des anderen hinterlassen hat. Brock bezeichnete Beuys in seinen Beobachtungen im Feindesland überschriebenen Aufzeichnungen zur 24-Stunden-Aktion in der Galerie Panas als das, Zitat, einzige Genie unter den Teilnehmenden der Aktion. Die Arbeiten von Beuys und Brock knüpften in kritischer Auseinandersetzung an die Ästhetik klassischer Avantgarde-Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts an und überführten damit einige Energien der Aufbruchszeit der Moderne in die Nachkriegszeit. Mit seinen berühmten Ready-Mades nahm Duchamp eine künstlerische Setzung vor, die eine Art Grundsteinlegung für sämtliche künstlerischen Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts gleichkommt. Generationen von Künstlern arbeiten sich bis heute an diesem maximalen Akt künstlerischer Reduktion ab. Von Warhols Suppendosen über Jeff Koons Basketbälle und Staubsauger in Vitrinen bis hin zu Andreas Wegner, der Sonnenöfen oder Strandflaggen als Ready-Mades ausstellte, erstreckt sich die Karriere der Ready-Mades in Duchamps Fahrwasser. Mit Bedacht nennt Peter Sloterdijk im Vorwort des Lustmarschs durch Theoriegelände neben Joseph Beuys, den von ihm sogenannten Meister aller Meister aus Deutschland, noch Salvador Dali, Friedrich Nietzsche und Marcel Duchamp als Bezugspersonen und künstlerische Gewährsmänner, die den Duktus des Brockschen Werkes Kraft der Konstellationsbetrachtung verständlicher machen sollen. Sloterdijk führt Duchamps Ready-Mades in diesem Zusammenhang als Vorläufer und Wegbereiter der theoretischen Objekte von Bazon Brock an,
mit denen ihnen zufolge eine neue Bewegung in das durch die Erfindung des Ready-Mades eröffnete künstlerische Spielfeld gekommen ist. Auch fürs theoretische Objekt von Brock habe ich noch ein Bild. Und zwar sind das diese Bürsten, die Brock als Edition auflegt. Und er präsentiert die immer als die sich selbst bürstende Bürste, in dem sich also das Prinzip von Modernität realisiert, also die Reflexion der Reflexion. Also gewiefte Hausfrauen haben immer zwei Bürsten, wenn die eine verpegt ist, können sie mit der sauberen Bürste die verdreckte Bürste sauber bürsten und darin wird sich laut Brock das Prinzip der Moderne aus Reflexion der Reflexion. Das wäre so ein Beispiel für ein theoretisches Objekt, das laut Sloterdijk die Duchampschen Readymades weiterentwickelt. Es drückt sich jedoch in den Readymades Duchamps noch ein weiteres Moment aus, welches neben der Korrelation mit den theoretischen Objekten für den Duchampschen Widerschein im Werk von Brock eine Lichtung öffnet. Denn im Grunde sind die Readymades eine objektgewordene Vorwegnahme des Satzes, wir fordern sie auf, alles in ihrer Macht Stehende zu unterlassen. Duchamp hat sich, abgesehen von der Auswahl der Objekte, wie beispielsweise einem Fahrradrad, einem Flaschentrockner, einer Schneeschaufel oder der Erde Paris Flakonampulle, als möglichst wertloses Geschenk für das Sammler-Ehepaar Ahrensberg und so weiter und teilweise erfolgten leichten Manipulationen an ihnen, bei seinen gestalterischen Eingriffen immer radikal beschränkt und bei ihrer Positionierung im Ausstellungsraum alles in seiner Macht Stehende unterlassen. Bekanntermaßen schloss sich einige Jahre nach der erfolgten Bereicherung des Arsenals der ästhetischen Gesten, so Sloterdijk, durch die Readymades eine weiterführende Zurücknahme der künstlerischen Praxis an. Das mehrjährige Schweigen des Marcel Duchamp, währenddessen er es vorzog, Schach zu spielen, anstatt Kunst zu produzieren. In gewisser Weise hat Duchamp mit seinem Schweigen den Auftritt Brocks zur Abkehr vom Verwirklichungswahn vorgegriffen. In diesem Schweigen gibt es bereits Anklänge an die buddhistische Ethik des Unterlassens. Der Angriff, den Beuys mit seiner Aktion Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet, am 11. Dezember 1964 auf Duchamp durchführt und an der neben Wolf Vostell auch Barzon Brock mitwirkte, zielte unter anderem darauf ab, den Anspruch der gesellschaftlichen Wirkung der sozialen Plastik gegen Duchamps Mantra des Unterlassens zu verteidigen. Von Duchamp ist überliefert, dass er meinte, alles, was Beuys täte, schon vorweggenommen zu haben. Auch für die Aktion von Beuys noch ein Bildbeispiel, quasi ein eine Hinterlassenschaft dieser Aktion, die auch so in der Ausstellung in Karlsruhe ausgestellt wurde. Kommen wir noch einmal zurück auf die Unterscheidung zwischen theoretisch und praktisch, wie ich sie bereits anhand der Beuys-Zeichnung Sibirische Symphonie thematisiert hatte. Zugespitzt könnte man sagen, dass sich im Wirken ohne Werk von Barzon Brock die in der Analyse der 11. Feuerbach-These von Marx formulierte Forderungen nach einem politisch Werden der Philosophie und deren anschließende Kollektivierung als Simulation auf der Ebene der künstlerisch-praktisch-performativen Arbeit vollzieht. Denn genau um das Umschalten von theoretisch zu praktisch und von praktisch zu theoretisch, letztlich die Fusionierung von beiden als künstlerischem Modus operandi, geht es in der Arbeit von Brock. In seinem Aufsatz Weltkunst schreibt Niklas Luhmann, Zitat, der deutsche Idealismus und die Romantik hatten den Gedanken einer Weltkunst entdeckt und gefördert, ihn aber dadurch blockiert, dass sie ihn, das Individuum selbst als Weltkunst interpretierend, auf den ganzen Menschen bezogen, etwa in Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen. Dieser Ausweg, so Luhmann, endet in der Tragik des sich selbst beobachtenden Individuums, das die Ergebnislosigkeit seiner Bemühungen, das sich nicht bestimmen können, als Kunstwerk zelebriert. Der Eindruck ist dann, dass das Individuum sich für die eigene Intransparenz, für die Selbstintransparenz dadurch entschädigt, dass es sich als Kunstwerk transparent macht. Und wer wird hier nicht, so Luhmann, an den Dandy denken? Und das lässt natürlich an verschiedene Beispiele aus der Kulturgeschichte des Dandys denken. Indem Brock die Unterscheidung von theoretisch und praktisch aufzuheben versucht, ebnet er auch die Differenz von Subjekt und Objekt ein und macht die Einheit der Unterscheidung im Luhmannschen Sinn sichtbar. Wo Marx Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen versuchte, stellt sich Brock selbst auf den Kopf und betreibt
indem er zum Beispiel mit den Besucherschulen zu den Kasseler Dokumenten Kunstvermittlung als Kunst zelebriert, damit die Reflexion der Reflexion, und wendet damit ein Verfahren der Modernität an, das einer dialektischen Struktur zu scheinen folgt. Beuys, Brock und Vostell entwickelten diese Verfahren natürlich, wie bereits angedeutet, nicht voraussetzungslos. Impulsgeber für die Protagonisten der zeitgenössischen Kunst der jungen Bundesrepublik waren sicherlich ihrerseits stark von den europäischen Avantgarde-Bewegungen beeinflussten, amerikanischen Künstler wie Robert Rauschenberg, John Cage, Cy Twombly und andere. Von Cage gibt es zum Beispiel den Satz: No painting needs to be made, since an empty surface already has images and events. Von 1988. Und ich denke, Ihnen ist das Stück 4 Minuten 33 von Cage allen Begriff, wo Cage also einen Pianisten an den Flügel setzt, dieser den Flügel aufklappt, 4 Minuten 33 da sitzt, still, und dann den Flügel wieder zuklappt. Also auch eine extreme Geste der Reduktion künstlerischen Arbeitens, kompositorischen Arbeits. Im Grunde überträgt Brock das Motiv des objektbezogenen Reduktionismus von Duchamp, von Duchamps Readymades, auf die Gesellschaft und kritisiert damit den von Beuys postulierten Anspruch einer gesellschaftlichen Geltungskraft der sozialen Plastik. Brock wirft Beuys sogar Totalitarismus vor. In einem Gespräch anlässlich der 1983 von Harald Seemann kuratierten Ausstellung Der Hang zum Gesamtkunstwerk im Kunsthaus Zürich entgegnet Beuys Brock, dass er wohl mit Ängsten beladen sei. Ängste, die, Zitat, die einfach mal, sagen wir, Sachen in eine Reihe stellt. Hitler, die Grünen, der Beuys, nicht wahr? Der Gaudi vielleicht, Rudolf Steiner, vor dem es dir graut, so Beuys zu Brock. Der daraufhin kontert: Das hast du nicht gerne, lieber Josef, weil du glaubst, weil du humane Konzepte vertrittst, unterscheidest du dich von einem Hitler, der angeblich inhumane Konzepte, woraufhin er unterbrochen wird von einem Och von Beuys, der fortfährt: Ihr könnt so verschiedene Konzepte vertreten, wie ihr wollt. Sobald ihr uns zwingt, diese Konzepte eins zu eins in die Wirklichkeit zu realisieren, wird es tödlicher, ob es ein Engel oder ein Adolf Hitler ist. Brock warnt mit seinen im Gespräch teilweise in heftiger rhetorischer Erregung vorgetragenen Einschüben entschieden vor jedwedem Verwirklichungswahn. Gegen Ende des Gesprächs gelingt es Beuys jedoch, seinen erweiterten Kunstbegriff und das Konzept der sozialen Plastik zu verteidigen, indem er sie auf seinen Begriff von Kreativität als sogenannter Freiheitswissenschaft stützt. Brocks Kampf gegen die Idealisierung der Außergewöhnlichkeit, welche in der Formel "souverän ist, wer den Normalfall garantiert" zusammengefasst ist, oder die Aufforderung, alles in der eigenen Macht Stehende zu unterlassen, begreifen den gesellschaftlichen Zustand als ready-made. An der sozialen Plastik haben bereits genug Künstler herumgedoktort. Brock will sie lieber im Zustand der weitgehenden Selbstorganisation belassen. Der enthusiastische Lehrer Barton Brock möchte nur an den feinmechanischen Stellschrauben der Gesellschaft drehen, indem er ihr ein pausenloses Bildungsangebot unterbreitet. Aus den grundlegenden Erkenntnissen des Studiums der Avantgarden im Hinblick auf ihr Potenzial für Traditionsbildung hat Brock selbst längst eine neue Tradition gebildet. Vielen Dank.